Seit mehr als 50 Jahren stehen wir, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, für den Schutz von Natur, Tieren und Wildnis. Unsere Aufgaben und unsere Tätigkeiten sind so vielfältig wie die Herausforderungen, denen wir weltweit vor Ort begegnen. Wir sind zurzeit auf 4 Kontinenten unterwegs, in 18 verschiedenen Ländern mit ganz großen Projekten und Programmen. Und alles begann mit ihm, Bernhard Jimek, Frankfurter Zoodirektor und Präsident der Zoologischen Gesellschaft. Er brachte die Wildnis und ihre Tiere in Millionen deutscher Wohnzimmer. Weltberühmt wurde er 1959 mit dem Film Serengeti darf nicht sterben. Mit seinem Engagement für die Serengeti legte er den Grundstein für eine enge Kooperation zwischen der ZGF und Tansanias Nationalparkbehörde TANAPA, die bis heute andauert. Den Schutz dieses einzigartigen Ökosystems zu unterstützen, ist und bleibt eine unserer Kernaufgaben. Ich denke, wenn wir alle an einem Strang zusammenziehen, wenn wir alle miteinander arbeiten, dann wird auch die Serengeti für unsere Kinder noch da sein. Die Serengeti ist ein Juwel unter den Weltnaturerbegebieten. Wir setzen alles daran, sie zu erhalten. Auch der Virunga-Nationalpark im Ostkongo ist so ein Weltnaturerbe und die Heimat der letzten Berggorillas. Die ZGF unterstützt den Park und seine Ranger, die unter schwierigsten Bedingungen den Schutz von Tieren und Natur gewährleisten. Die Ranger hier leisten Großartiges und es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, die Gorillas zu schützen. Nicht nur für uns heute, sondern auch für zukünftige Generationen. Der Manu-Nationalpark im Südosten Perus gehört zu den wenigen Regionen auf unserer Erde, die wir als megadivers bezeichnen, mit Tier- und Pflanzenarten in Hülle und Fülle. Unzählige von ihnen noch unerforscht. Der Ostabhang der Anden und der angrenzende Tieflandregenwald, in dem wir gerade sind, haben die größte Artenvielfalt der Erde. Zudem leben in diesen Wäldern auch noch Völker ohne Kontakt zur Zivilisation. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese unendliche Wildnis hier in Peru bewahren und schützen. Bei dieser Aufgabe steht die ZGF dem Nationalpark mit Rat und Tat zur Seite. Zudem zählen und überwachen wir seit 20 Jahren die Riesenotter, die wohl bekanntesten Bewohner von Manus Flüssen. Bereits die Schulkinder lieben den Riesenotter und sehen ihn inzwischen als Symboltier ihrer Heimat an. Viele engagieren sich für seinen Schutz, ein Erfolg unserer kontinuierlichen Umweltbildung. Auf Sumatra im Wald von Bukittikapulu stehen wir einer ganz anderen Herausforderung gegenüber. Wir wollen den letzten Rest Tieflandregenwaldes vor der Abholzung und Umwandlung in Ölpalmplantagen bewahren. Denn dieser Wald ist die Heimat von Tigern, Elefanten und Orang-Utans. Dummerweise ist nun der Anspruch des Menschen an den Orang-Utan-Lebensraum gewachsen. Deswegen ist der Orang-Utan auf einige Menschen angewiesen, die versuchen zu verhindern, dass auch noch die letzten Regenwälder ausgeräumt werden. Dann sehen wir Orang-Utans in Zukunft nur noch in zoologischen Gärten. Bukittikapulu ist eine Erfolgsgeschichte. Hier werden Orang-Utans wieder angesiedelt, die einmal illegal gehalten wurden. In der Dschungelschule werden sie auf ihr neues Leben im Wald vorbereitet und lernen sich wie wilde Orang-Utans zu verhalten. Etwa 150 Tiere wurden bisher in Bukittikapulu wieder angesiedelt. Heute geht es verstärkt darum, den Wald zu bewahren und somit den zotteligen Menschenaffen eine Heimat zu erhalten. Doch nicht nur in der Ferne, auch direkt vor unserer Haustür unterstützt die ZGF Naturschutzprojekte. Zum Beispiel die Hohe Schrecke in Thüringen, 7000 Hektar fast unzerschnittenen Laubwaldes. Ein Juwel der Natur, mitten in Deutschland. Ein
Wir haben in Europa nur noch ganz, ganz kleine Reste von Wildnis, von natürlichen Lebensräumen mit einer ganz spezifischen Artenvielfalt, die angewiesen ist auf natürliche Lebensräume, auf intakte Lebensräume, auf große Flächen. Und wir müssen diese Artenvielfalt erhalten. Wenn wir wollen, dass Wildtiere wie Wolf und Luchs in Deutschland wieder heimisch werden, dann müssen wir Wildnis wagen. Vielfältige Herausforderungen liegen vor uns, zu Hause wie in der Ferne. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Naturschutz ernst nehmen, dass wir international arbeiten, dass wir Allianzen schmieden, um in der Tat die Schätze dieser Erde zu erhalten. Helfen Sie uns, die letzten Wildnisgebiete unserer Erde zu bewahren. Thank you.